Ereignis für die Kulturlandschaft und für den Kulturkalender unserer Stadt sind. Wir gehen davon aus, dass 20.000 Menschen wieder unterwegs sind, neugierig, haben viele Möglichkeiten, sich zu informieren, sich einen Überblick zu verschaffen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass ich glaube 45 Orte sind heute begehbar, von den großen Museen, den städtischen Museen, über die privaten Museen, aber auch über kleinere Sammlungen, ein buntes Spektrum dessen, was wir in Köln hier zu bieten haben. Mehr sehen, mehr hören, mehr entdecken ist der neue Slogan der Nacht der Museen, der darauf zielt, dass Sie alle Besucher der Nacht der Museen, neue Entdeckungen machen auf dieser Veranstaltung, die gleichermaßen Menschen anspricht, die bisher für Museen kaum erreicht worden sind, dabei vor allen Dingen sehr, sehr junges Publikum. Dieses ist eher eine Schnupperveranstaltung. Insofern möchte ich Sie also durchaus ermuntern, auch 4 oder 5 verschiedene Orte sich anzuschauen und diese möglichst häufig wieder zu besuchen. So, okay, ja, fange ich mal an. So, damit ist also die lange Nacht eröffnet. Was ist besonders der Anreiz gewesen, heute Abend zur Lange Nacht der Kölner Museen zu kommen? Ja, der Anreiz ist auf jeden Fall, das ist halt ein großes Event, sind halt viele Leute und ich finde diese Atmosphäre einfach generell mit den ganzen Leuten zusammen, sich die Sachen anzugucken und so. Welches Highlight wird denn heute Abend besonders anvisiert? Highlight ist eigentlich schon die Domausgrabung und ein zweites Highlight wäre dann vielleicht das Museum Ludwig. Was war besonders der Grund, heute Abend herzukommen? Also zum einen, dass es einfach nachts ist, das ist einfach ganz spannend und dass man viele Sachen sieht, an die man sonst einfach nicht drankommt. Also einfach super spannend und in geballter Form ganz viel. Also da freue ich mich ganz drauf. Heute Abend sind Sie hier zur Langen Nacht der Kölner Museen. Wie haben Sie sich auf den Abend vorbereitet? Möchten Sie verschiedene Sachen sehen? Ja, das ist natürlich eine besondere Gelegenheit, dass man auch mal an verschiedene Stellen kommt, die man ja sonst jeweils einzeln wahrscheinlich gar nicht anlaufen würde. Ich kenne so die großen Dinge, ja, aber dann eben gerade zum Beispiel auf der anderen Rheinseite da mal reinzuschauen, das finde ich spannend. Ich wünsche Ihnen natürlich viel Freude, viel Spaß heute Abend beim Erkunden. Ja, danke. Alles Gute. Danke.